zu Laserscanning TV mit der Einführung in die neue Benutzeroberfläche von Geomagic Qualify 12. Hier sehen wir schon Startbildschirm. Dort können wir ein vorhandenes Projekt jetzt in diesem Fall öffnen. Geomagic 12 hat eine komplett überarbeitete Oberfläche, die sehr nutzerfreundlich ist. Hier sehen wir jetzt in diesem Beispiel ein Datenmodell, hier gelb dargestellt. Das grau unterlegte ist das Messmodell. Dann haben wir hier verschiedene Werkzeugkästen, zum Beispiel hier in der Ansicht. Alles ist sehr klar strukturiert. Hier kann man vordefinierte Ansichten wählen, Einpassungen auf Bildschirmgröße. Hier gibt es dann weitere Werkzeugkästen, CAD, alles sehr ordentlich aufgeräumt. Hier eine Funktion Create Features, wo man schnell mal ein Feature erstellen kann, wie zum Beispiel hier eine Fläche, hier grün mit Plane dargestellt. Dann sehen wir hier oben gibt es die Quick Access Bar. Dort gibt es noch freie Stellen. Da können wir sagen, wir möchten die Funktion Snapshot jetzt zu dieser Quick Access Toolbar hinzufügen. Und dort haben wir sie. Das ist für Funktionen, die man dann schnell erreichen möchte. Des Weiteren haben wir hier auch diesen Reiter Resources. Dort trägt man die Lizenzierung ein. Zum Beispiel den Lizenzfile für die Testversion. Dort kann man nach Updates suchen. Hier unten unter Options kann man die optimale Einstellung für seinen eigenen PC einstellen, zum Beispiel Anzahl der dargestellten Punkte oder Dreiecke, solche relevanten Funktionen. Des Weiteren hat Geomagic Qualify 12 die Funktion, sich eigene Oberflächen zu schaffen. Zum Beispiel hier sehen wir, es gibt den Werkzeugkasten Alignment, Ausrichtung auf Deutsch. Und in den Funktionen Alignment gibt es zum Beispiel die Funktion 321 Ausrichtung, wird sehr häufig genutzt und die können wir jetzt hier hinzufügen. So. Und dann können wir auch die Position dieser Funktion in dem Werkzeugkasten verändern. Die steht jetzt auf erster Stelle. Dann speichern wir das. Ein Neustart wird erforderlich. Das passiert jetzt hier im Zeitraffer. Und wir sehen, im neuen Werkzeugkasten ist die Funktion 321 Ausrichtung an der ersten Position, wie von uns festgelegt. Zusätzlich gibt es den Command Finder, der erlaubt es uns, Befehle zu suchen. Na, wir bekommen das angezeigt, das ist im Werkzeugkasten Ausrichtung zu finden. Hier sehen wir das nochmal. Somit möchten wir die kurze Einleitung in Geomagic Qualify 12 beenden.